Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Wir sind hier ja immer noch in Aelin hier unterwegs und da wollen wir jetzt hin. Das heißt, wir müssen hier jetzt runter Richtung Süden, weil da vorne ein Dungeon ist, den wir definitiv erreichen wollen. Ah, geil, perfekt. Hier haben wir ein Boot. Müsste da vorne der Dungeon sein. Hoffentlich. Nee. Ist da vorne. Ah, okay. Ist so eine Art Dungeon. Ah, hier. Okay. Und... okay. Hat ein bisschen länger gedauert, mit dem J hier zu springen, aber egal. Wir gehen da jetzt mal rein. So. Ah, kommt mir irgendwie bekannt vor. Diese Art von Dungeon. Wir gehen hier rein. Hier gibt's nichts. Dann gehen wir da vorne mal rein. Boah, wo bist du denn her? 35 Gold. Und noch zum Einsammeln, zum Looten. Gold. Power Shield. Noch einer. 4 Gold. Wow. Ein Schelm war das, ein Rogue. Das? Nichts. So. Genau, da wollen wir erstmal noch nicht hin. Wir wollen erstmal die anderen Räume durchsuchen. Genau, hier gibt es Gold. Nur 5. Das ist schon ein kleines Armutszeugnis. Ja, die nehmen wir mal mit. Ich finde es krass, wie flüssig es jetzt eigentlich läuft. Ich weiß noch vor ein paar Folgen, so da war Arena richtig am Ruckeln, als wir in Fang Leer drin waren. Und jetzt hier richtig flüssig. Alles verkaufen. Ja, dann gehen wir mal geradeaus. Auch einen kleinen Geldbeutel hier. Tante und Schatten Pauljun. Ja, endlich. 21 Gold und... ah, den können wir nicht mehr mitnehmen. Schade. Schade. Ein paar Knochen, okay. Entschuldigung, ich habe echt einen kratzigen Hals heute jetzt. Ah, aber wieder Gold. Aber anderen Loot können wir nicht mehr mitnehmen. Haben die nichts. Hier ist auch nichts. Dann haben wir jetzt die ganzen Räume jetzt hier in dem auf der Etage durch. Das heißt, wir können wieder ganz normal nach oben. Hier haben die nichts.
So. Oh. Das sieht interessant aus hier. Jetzt ist hier die Seite. Hat aber einen heftigen Schlag gehabt. Habt ihr gesehen, wie viel er uns weggenommen hat gerade? Hat er noch vielleicht was? Ne. Also nichts Wichtiges. So. Ah, den können wir nicht mitnehmen. Schade. So. Lassen wir für nachfolgende Generationen noch was übrig zum Looten. Ich glaube, der Spieler, der wir jetzt hier in dem Teil sind, ist eigentlich daran schuld, dass in den späteren Dungeons von den späteren Teilen der Saga so wenig Gold noch zu finden gibt's. Wisst ihr, was ich meine? In Skyrim war das so oft so, dass man irgendwie in den Schatztruhen oder so nur ein Goldstück oder sowas mal hatte. Dass sich kaum noch gelohnt hatte, das alles zu looten. So. Oh, hier sind wir falsch. Und ich glaube, der Spieler, den wir hier spielen, die Figur, ist schuld daran. Weil wir hier durch ganz Tamriel reisen können. Oder am Reisen sind. So, jetzt müssen wir wieder zurück nach Osten. Wir reisen ja durch ganz Tamriel. Darunter auch Himmelsrand oder Cyrodiil aus Oblivion. Oder auch Morrowind. Und wir sind diejenigen, die hier immer die ganzen Dungeons abklappern, durchwühlen und so weiter. Alles wegnehmen. Aber auch nur eine bestimmte Menge an Gegenständen und so weiter schaffen mitzunehmen. Und deswegen bleibt da immer so ein Rest in den Dungeons. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum man in Skyrim als Beispiel so gut wie nichts mehr findet. Das ist meine Theorie. Ich weiß nicht, ob andere schon vorher auf diese Theorie gekommen sind, aber ich behaupte jetzt einfach mal so dreist, dass ich der Erste bin, der auf diese Theorie gekommen ist. So, wir müssen jetzt hier an der Mauer südlich entlang, an den Bäumen vorbei. Und dann müsste da im Süden komischerweise der Eingang sein. Auch wenn wir im Norden rausgehen, ist der Eingang im Süden. Das ist nicht der richtige Eingang. Ich glaube, das ist das, wo immer die Tempel, die Paläste sind. Von den König oder Königinnen und so weiter. Wo immer dann von der Innenseite der Zaun ist. Oder dieses Tor oder was auch immer das ist. Langsam müssen wir auf die Tür kommen, oder? Da war ich schon längst dran vorbei. Ne, da ist es schon. So. Mal schauen, wie viel wir dieses Mal kriegen. Die Items. Der hat das andere eben jetzt Ding, was wir brauchen. Das brauchen wir wirklich. Es ist nicht, um meinen inneren Monk zu befriedigen. Nein, wir brauchen den. Einfach, weil wir es brauchen. So, verkaufen.
Mal gucken, was kriegen wir dafür? 15. So. 30. 11. 22. Ah, das gefällt mir gar nicht, wie langsam wir jetzt vorankommen. Muss doch mal was kommen, das richtig wertvoll ist. Ich glaube das. Oh ja, 975. So, die brauchen wir noch. Da, Chain Gauntlets, genau. So. Ah, wir haben zweimal Platten Greaves. Okay. Ja. Ein Buckler, 7 Gold. Noch ein Buckler. So, Round Shield, 14 Gold. Power Shield, 37 Gold. So, Dolche, 1 Gold. Bei Gold. Oh. Saber. 8 Gold. Das macht mich schon ein bisschen traurig. Ampel. 1 Gold. So. Da. 1 Gold. Wir haben hier nichts mehr. Es macht mich schon ein bisschen traurig. Macht mich schon wirklich sehr traurig, dass wir jetzt nichts gefunden haben, was wirklich so von enormem Wert ist. Immerhin sind wir jetzt wieder auf 8000 Gold, immerhin. Aber es wäre mir schon lieber, hätten wir jetzt da eine 25 mit 3 Nullen gehabt. Können aber auch mal schauen, dass wir vielleicht mal hier das Königshaus besuchen. Wo ist denn das überhaupt? Ach. Ganz weit im Südwesten. Dann schauen wir uns mal an, was wir da kriegen können. Vielleicht hat er eine Quest für uns, wer weiß. Muss ja nicht unbedingt eine Hauptquest sein. Aber eines, womit wir Gold verdienen können, ordentlich. Wo wir noch aber auch zum Beispiel hier in Elin hier bleiben. Und wie man bekanntlich weiß, ich weiß jetzt nur nicht, ob das hier in dem Spiel auch so stimmt, aber Könige haben für gewöhnlich ein bisschen mehr Gold auf Tasche. So, dann gehen wir mal da rein.
It is hard to believe that anyone can think of politics on such a day. But people are lining up to be heard by Queen Pimke I while outside newly bloomed flowers perfume the air. Okay. Die sehen auch interessant aus. Aha. Wie sieht denn hier aus? Hier sieht ja richtig geil aus. Na, die sieht aus wie Lubamka. Greetings, Max Deus, and welcome to Eli here. If you have come to seeking fame and fortune, I am looking for someone to escort someone. Can you help us? Yes! My youngest daughter, Toburka, has urgent business in Northfall. Business that demands she be there by Midas 23rd or 1st seat. If you can make certain she makes it to my representative of Conclave of Temperance by then, you will be paid 1,320 gold pieces. My council believes the Dark Brotherhood will try to stop my youngest daughter before she makes it to Norpol, but this may or may not be true. Can I entrust this errand to you? Ja, klar, auf jeden Fall. Then you shall be my champion, Max Deus. Be careful, young Nord, and good luck. Die haben wir jetzt da. Ich würde sagen, vielleicht trinken wir nochmal ein Heilpotion. Und wo müssen wir die jetzt hinbringen? You are escorting Frau Burka, Queen Fimke's youngest daughter, to Conclave of Temperance in Northfall. Post of Elinir, you must bring her to Conclave of Temperance by Midas 23rd of 1st Seed. Okay, das heißt, wir müssen reisen, Northfall. Haben wir Northfall. So. Wir sind ja hier in Dings. Northfall da. Ja, wir haben Turas den dritten auf First Seed in the year dritte Ära 93. Okay. Dann reisen wir dahin innerhalb von 9 Tagen und am 23. muss die ja da sein. You have arrived in the town of Northfall in Hammerfell Province. The date is Loredas 12th of first seed in the year, third era 390. It took 9 days to reach your goal. You walk through the gates of Northfall, ruled by Baroness Kalunki. The streets seem strangely quiet. Okay, dann müssen wir die wohin bringen? So, Conclave of Temperance in Northfall. Alles klar. Conclave of... So, ich glaube, das ist... Conclave... Kein Inn? Ah, also hier. Stimmt. Hier, Conclave of Temperance, da. I would check to the southwest if I were you. Okay, Südwesten. Dann ab nach Südwesten. Moin. Ist auf jeden Fall ein Tempel. So. Top of hier. Okay. Schönes Dekolleté hast du übrigens. So.
Irgendwer muss mir doch bestimmt sagen, wo es ist. Moin. Du, sag mal. Wo ist denn der Tempel Conclave of Temperance? Exeklapp. Ja, nice. Geiler Typ. Oder geile Frau, keine Ahnung. Ah, da ist es schon. So, wo ist denn der Eingang davon? Hier. So, the smell of the new blossoms of spring that came into the Conclave of Temperance Sanctuary with you mixes with the slightly spicy smell of incense. You can hear the clergy far away, giving a prayer of thanksgiving for the beauty of the new year. Ah, wir haben ein neues Jahr, oder wie? Moin! So, welcome to Conclave of Temperance. I see you have Queen Fimke's youngest daughter, Thorburka, with you. It is my pleasure to offer you 1320 gold as promised. Und du kannst mich bestimmt heilen. We humbly beg your forgiveness, for we cannot cure Max Deus. Achso, sind wir komplett geheilt, oder wie? Noch irgendwas für mich machen? Ne. Geld sind, also Lebenserzeuger ist eh voll. Wie viel Geld haben wir jetzt? Fast 10.000. Wir könnten auch rein theoretisch paar Quests fürs Königshaus machen. Ich würde sagen, wir machen noch eine Quest für das Königshaus. Ich glaube, das ist es im Süden. Nein? So. Ja. Ganz im Süden. Ich will aber auch gucken, ob der irgendwas aus eben jetzt hier hat. Ja, ich habe einen sehr, sehr starken Ebenerz-Fetisch, also verzeiht mir das bitte. Na, Evan Cauldron hat er höchstens. Vielleicht irgendwas Ebenerziges als Waffe? Nee, auch nicht. Wir wollen Richtung Süden. Gehen wir an dem hier vorbei. Und ich würde sagen, den Rest des Wegs zum Palast machen wir einfach in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus, und ciao!